Hallöchen und willkommen zurück bei einer Runde StarCraft 2. 1 vs 1 gegen ein Protoss, ein ZVP auf der Stasis LE gegen den Oats. Beide in Dia gerankt anscheinend. Wir werden jetzt mal einen Roach Ravager All-In spielen auf 2 Base, oder? Ja, doch, komm. Das machen wir einfach mal. Wenn es denn lädt. Licht da mal Internet, okay. Es kommt mir nämlich schon den ganzen Tag so langsam vor. Aber da muss ich halt durch. Gucken wir mal, das ist hier stab. Spiel bleibt, aber ich sehe schon kleine Mikro-Lags, glaube ich. Naja, wir hoffen einfach mal das Beste. Und werden mit natürlich Exit First eröffnen gegen Protoss. Ist Short Position, oder? Die Map kenne ich noch nicht. Ne, ist nicht. Da sind die Rocks. Ah, okay. Erstmal mit der Map klarkommen. Overlord kommt gleich. Hier sind noch Rocks. Da könnte man 4 Rocks rausnehmen, um den Watchtower, um dann hier lang zu können. Das ist natürlich... Crap. Flieger könnte man spielen. Okay. Könnte bei Brothers Flieger kommen. Werden wir dann sehen. Wir nehmen auf jeden Fall jetzt gleich die Echse. Wir sehen noch gar nichts vom Brothers. Du kannst mal da fliegen. Blockt ihr uns die Echse? Ist überhaupt irgendwas? Nee. Alles schick. Nehmen jetzt das Gas. Dann die Drohne die nächste und dann natürlich den Pool. So, der geht mal zur dritten oder das scout komplett rein. Was soll's. Und er geht zur zweiten. So, komplett rein scouten. Nach da. Pool bauen. Und nächste Drohne nehmen. Und dann einfach mal warten, ne? Drei ins Gas. Er hat Echse gespielt. Was war denn hier gerade eine Sonde? Er spielt auch Echse First. Okay, das heißt, wir nehmen dann sofort... den Roachbau als nächstes. Den Overlord brauche ich auf jeden Fall hier, damit ich nach oben Sicht habe. Nein, Missklick. Ich brauche nach oben Sicht. Da ist die Sonde. Okay, sie möchte scouten. Kann sie natürlich gerne tun. Noch zwei ins Gas. Queen, dass die Queens kommen. Einmal frei. Den Roach One. Kann ich jetzt noch nicht nehmen. Jetzt. Der dann einen Pylon. Möchte er mich Cannon rushen? Ich weiß es nicht. Wir bauen mal zwei Linge. Und als nächstes den Overlord. Da steht auch noch ein Worker rum. Okay, da lässt halt seine Worker anscheinend rumstehen. Vielleicht hat er gedacht, ich kaufe den jetzt ab, dass der Cannon Rush will. Aber ich habe den Pfeil eigentlich gar nicht gesehen, also alles schick. Die stellen wir hier ran. Roach One ist fertig, das heißt, wir bauen Roaches. Auch noch ein paar Overlords mehr. Und sobald die da sind, werden wir zu Rabbit schon gemorpht. Obi fliegt nach da. Wir brauchen mehr Overlords. Oh, okay, noch ein. Injects sind sehr wichtig. Aber ich morph mal sofort. Und dann kommt eine Sonde. Kann ich gleich abfangen. Mehr Mineralien, da brauchen wir bald mehr Overlords. Jetzt ist halt ganz wichtig, nicht so bleibend werden bei dem Push. Sonst sieht das schlecht aus. Kann er keine machen. Sind wir auch schon drin. Natürlich das, was ich nicht sein wollte, bin ich, so bleib blockt.
Guards aber auch nicht gescoutet. Also alles schick eigentlich. Sofort nach oben. Mehr Roaches dazu. So, wir drücken hier mal hoch. Nehmen wir die letzten Arbeiter raus. Fokus in den Peilen, holen uns noch mehr Roaches. So, jetzt ist schon mal wieder die Hälfte Supply blocked oder out of sources. Hier möchte ich natürlich nicht fighten. Noch mehr Roaches dazu. Er hat schon genug verloren. Injects nicht vergessen, Injects nicht vergessen. Mehr Roaches dazu. Peilens wegräumen. Ja, ich würde sagen, GG, haben wir schön durchgedrückt. Der Ravager All-In ist halt gegen Protoss echt hart. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der Endcard. Bis dahin, tschüss. Es gibt keine Endcard mehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.